Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwester, wie schafft es? Ich freue mich, dass ihr da dran seid. Habt ihr das alle erlebt, dass Menschen von eurer Familie, von eurer Freundschaft, sind nicht verstanden? Was ist mit diesem los, seid ihr auf einmal, wenn die eine Entscheidung getroffen haben, mit Jesus zu gehen? Wenn die eine Entscheidung getroffen haben, Gott gehorsam zu sein? Ich weiß, das haben wir alle einmal belebt. Jesus erlebt das auch. Seine eine Familie will einmal wachholen, als er predigt. Sie ist nicht mehr ganz klar am Kopf. Und Jesus sagt, dass uns das auch passieren wird. Wenn wir entschieden sind, mit ihm zu gehen, dann würden viele Menschen uns nicht verstehen können. Und vielleicht sogar so eine Menschen, die vorher unser Freund wäre. Oder von unserer Familie, Onkels und Tantes, oder Vater und Mutter, oder Sohn und Tochter, manchmal sogar der eine Partner, kann das nicht verstehen, warum das du dort? Es ist wichtig, dass wir mit Leib zu unserer Familie reden und das erklären. Aber wenn sie das nicht verstehen können, dass wir wieder mit Leib gehen und über dort tun, was Gott uns gesagt hat. Weil wenn wir von dieser Erde gehen, dann wollen wir bei Gott Regenschaft aufleihen. Wir sollen leibtölig zu unserer Familie sein. Dort hat Gott uns gesagt. Zu unserem Mitmenschen, mit Leib. Aber Gott soll wir an erster Stelle stellen. Und dort bedeutet, dass wenn es zwischen Menschen und Gott geht, dass ich mich dann auf Gott seine Seele stelle. Herr Jesus, halb uns diesen Unterschied zu machen, dass wir das klar haben, dass du an erster Stelle stehst. Aber dass wir auch mit Leib unsere Familie behandeln, wenn sie uns nicht verstehen kann. Oder wenn sie uns, würde jen uns sein. Halb uns dort, wie du nicht uns von diesen vielen Brücken lute und fahre Fette. Halb dort, wie jene immer mit Leib antworten. Das bete ich an die Nummer, Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de hoy. Top mocht bei der Nummer Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.